Ihr wisst, was ihr Leute da macht, mit den angeblichen Toten zu sprechen. Er sagte, das ist dumm. Und dieser Mann war mit ihnen bei den Seancen? Oh ja. Und er sagte ihnen, dass es dumm ist, was sie dort machen? Ja. Er sagte, wie Sie sehen, geht meine Frau zu den Seancen, weil sie sich dabei wohlfühlt. Und sie kann etwas Gutes für sich dabei rausziehen. Ein gutes Gefühl. Und sie lebt nach dem, was die Geister ihr sagen. Wie die Zukunft sein wird. Ich kümmere mich nicht um diesen Kram. Er sagte, ich will Macht, dann gehe ich direkt zur Quelle der Macht. Was denkt ihr denn, wie ich berühmt wurde? Ich sagte, du musst etwas Glück gehabt haben. Nun, er sagte, es gibt nicht so etwas wie Glück. Es gibt eine Macht, die für dich irgendwo arbeitet. Oder du kommst in dieser Welt nicht vorwärts, nicht in meiner Art von Beruf. So kam es, dass wir über Geisteranbetung sprachen. Hat es Sie neugierig gemacht? Wollten Sie mehr darüber wissen, was er zu erzählen hat? Ja. Er sagte, dass die angeblichen Geister der Toten, mit denen wir sprechen, in Wirklichkeit dämonische Geister sind. Sie sind gefallene Engel, die wunderschön sind. Er sagt das einfach so heraus? Oh ja. Das beunruhigte sie nicht? Nun, es schockte mich ein wenig, wissen Sie, wenn man so etwas zum ersten Mal hört. Er sagte, ihr beide habt eine wundervolle Zukunft vor euch. Denn es würde uns gesagt, dass die hohen Priester unserer geheimen Gesellschaft unterrichtet wurden, dass der Meister ganz besondere Pläne für euch zwei hat. Wie meinte er mit der Meister? Satan. Wir wollten mehr darüber wissen. Er erzählte uns, wir beten Geister an. Wir beten Luzifer und alle seine Engel an. Und sie sind ebenso schön wie zuvor, als sie aus dem Himmel geworfen wurden. Es gab ein Missverständnis in dem Ganzen des Himmels, in den Galaxien. Unser Meister wurde missverstanden und Gott übte mit ihm keine Nachsicht, wie er es heute tut, mit den Menschen, die Fehler machen. Also sind wir im Krieg, gut gegen Böse. Und wir sind zufällig die Bösen. Aber wir sind nicht so schlimm. Er sagte, ich sehe dieses Geschäft zwischen den Kräften des Guten und Bösen so. Eine Person glaubt an Gott und die andere glaubt an Luzifer. Es ist wie in der Politik. Also der große Streit ist wahr? Und Sie haben jemanden darüber sprechen gehört, der auf der anderen Seite stand? Diese Leute glauben, dass Christus nicht auf diesem Planeten mit großer Macht und Herrlichkeit zurückkehren wird. Der Hohepriester sagte einmal, Christus wird auf all seine Ansprüche auf dem Planeten verzichten, weil er weiß, dass es rechtmäßig und rechtens Satans Planet ist. Damals sagte er oft, Luzifer, aber auch Satan und Teufel. Der hohe Priester liebte es, am meisten ihn mit Meister anzusprechen. Er würde sein Volk aus ihren Gräbern auferstehen lassen. Und George hat Ihnen das alles erzählt? Oder der hohe Priester? George. Als der Abend langsam ausklang, ihr hattet Alkohol getrunken, habt euch gefühlt wie bei einem Schussgeschäft. Was geschah danach? Er sagte, hören Sie mir zu, ich möchte, dass Sie einige unserer Leute kennenlernen. Was ist mit nächster Woche? Mittwochabend. Ich hole euch ab und ich lade euch ein zu einem unserer Dienste. Dienste? Wie der Kirchendienst? Ja, es ist eine Bekundung zu den Geistern, wie die Geister dein Leben segnen können. Ich sagte mir, der Typ ist doch betrunken. Ich werde bestimmt nichts mehr von ihm hören. Aber es geschah. Er holte uns dann mit seinem Auto ab an einem Abend. Wir stiegen ein und fuhren los. Es war die schönste Gegend in Montreal. Es war ein Herrenhaus. Ein herrschaftliches Haus ist eigentlich sehr groß, aber wir nannten es ein kleines Herrenhaus. Es war wunderschön. Es war ein wunderschöner Ort.
Roger, Ihr Freund Roland nahm Sie und George zu diesem herrschaftlichen Haus mit, wo Leute Dämonen anbeten. Wie war es da? Was für Leute waren da? Ich war überrascht. Ich dachte, sie würden nach rauen Charakteren suchen. Aber als wir dort ankamen, war ich erstaunt, dass sie alle prächtig gekleidet waren, gut erzogen und dass es viele Fachleute waren, Ärzte, Anwälte und eine Menge Geschäftsleute. Sie hatten eine Lobsitzung für die Götter, die Geisterratgeber sind, die Legionen von kleinen Geistern leiten, dämonische Geister. Die Gläubigen gaben Zeugnis über das ab, was der Herr des Lebens für sie getan hat. Sie bezeichnen sie als besondere Geister, wie der Gott Nehushta, welches man in dem zweiten Buch der Könige lesen kann. Beteten die Israeliten eine bronzene Schlange an. Weiter hinten beteten sie diese Schlange an. Sie beteten für diesen Geist, Nehushtan. Derselbe Geist, Nehushta, erzählte ein medizinischer Arzt uns, half, dass er Operationen machen konnte, die er vorher noch nie gemacht hatte. Die Patienten waren wach, aber hatten kein Schmerzgefühl. Er war imstande, Chirurgien vorzusetzen, die vorher nicht getan werden konnten. Die Geister gaben ihnen die Macht, um imstande zu sein, dass die Patienten bei Bewusstsein waren, ohne jeglichen Schmerz zu fühlen. Es gab auch kein Problem mit dem Blut. Wenn er Einschnitte machte, floss kein Blut. So konnte er Operationen durchführen, die er vorher nie hätte machen können. Sie schrieben in Ihrem Buch, in dieser Lobpreisung sagen Sie ihn. Wieso sagen Sie ihn bei einer Dämonenanbetung? Das war für mich auch eine große Überraschung, als ich zu diesem Ort ging. Der Priester sagte, lass uns die Götter anbeten. Und wir hatten die Gesangssitzung. Wir gingen hinunter. Was denken Sie, wurde herumgereicht? Kirchengesangsbücher. Christliche Kirchengesangsbücher. Ich konnte es nicht glauben und fragte, was soll das? Der Priester sagte, gut, jetzt für Sie beide, die neu sind, lassen Sie mich Ihnen sagen, dass das der beste Weg ist, die Geister zu erfreuen. Wenn wir dies tun, um Christus zu verspotten, seine Menschen und seine Kirche und so weiter, so sangen sie aus christlichen Gesangsbüchern. Sie sangen christliche Texte? Sie änderten eine Menge der Wörter für ihre Zwecke und es wird eine Form der Gotteslästerung oder Blasphemie. So wie wir es heute sehen in der Rockmusikwelt. Sie sehen oft die Sänger mit den Kreuzen zum Beispiel um den Hals. Auch diese Frauen tragen oft Ohrringekreuze. Das ist eine Form der Gotteslästerung. Ein Hohn oder Spott gegen Christi, wenn Menschen diese Kreuze tragen. Die Dämonen inspirieren die Rockmusiker mit Vergnügen, dass sie diese Art Emblem tragen. Diese Geister veranlassen die Leute in der heutigen Zeit, wie zum Beispiel die Christen, das zu tun, um Vergnügungen im Tragen dieses Typs des Emblems zu finden, zum Beispiel ein Kreuz, das Emblem der Kreuzigung von Christus. Wie war Ihr Eindruck, Empfinden, als Sie in diesen Anbetungsraum gingen? Wir waren ein halbes Dutzend Mal da. Der Hochpriester sagte zu uns, als das Treffen zu Ende war, dass er mit uns sprechen will, mit meinem Freund und mir. Er sagte, der Meister meines Lebens hat mir gezeigt, dass es Zeit für Sie ist, Sie mit dem Anbetungsraum der Götter anzuvertrauen. Wir gingen zu dieser großartigen Treppe. Wunderschön, sie war groß und massiv. Das Geländer war riesig und die schmiedeeisernen Arbeiten waren fantastisch. Die wunderschönen Dekorationen an den Wänden, ein Riesenkronleuchter am ersten Podium. Nach 8 oder 10 Schritten hinunter, da war das erste Podium, was so riesig und wunderschön war. Die Lichtanordnung war so schön, so etwas habe ich noch nie im Leben gesehen. Der zentrale Bereich war nicht so leuchtend, aber alles war so prächtig, wunderschöne, verschiedene Dinge. Dinge, die vergoldet oder goldgetrimmt waren. Lot of the things were gold-plated
are gold trims. See, the little altars.